Damals in Norwegen von der Uni bekommen. Irgendwo war hier mal auch das Uni-Zeichen. Aus Lillehammer. Das waren auch schöne Zeiten. Kommentiert mal, wenn ihr mich damals schon gefragt habt, ob meine Norwegen-Uni-Vlogs kennt. Dienstag früh, 8 Uhr und ich starte mit der Uni. Leider nicht an dem Montag, weil ich gestern erst aus Düsseldorf zurückgekommen bin von einem Wochenendtrip. Aber ich habe mir vorgenommen, ich warte nicht auf Montag und auf den perfekten Moment, sondern heute geht's los und ich will mich heute ein bisschen mit Unikram beschäftigen. Wahrscheinlich mich auch erstmal komplett organisieren und ein bisschen einen Plan machen. Und will euch natürlich dabei mitnehmen. Ich habe festgestellt, dass einige von euch auch online studieren und ein Fernstudium machen, was ich voll cool finde, weil dann sind wir zusammen im Boot. Ich habe ja meinen Bachelor ganz normal in der Hochschule gemacht und jetzt versuche ich mich mal an einem Fernstudium einfach, weil ein Fernstudium einige Vorteile hat, die ich hoffentlich gerne nutzen will. Und die Nachteile müssen wir irgendwie zusammen versuchen, ein bisschen besser zu machen, damit ich damit klarkomme. Aber ich habe Hoffnung, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich glaube, das wird aber. Nochmal ganz kurz, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich studiere jetzt Online-Marketing an der EU als Fernstudium. Und ich mache das Vollzeit. Aber ich werde mir damit so viel Zeit lassen, wie ich will, weil dafür ist ja ein Fernstudium auch irgendwie da. Und es ist ein Master. Mein Bachelor habe ich ja schon. Ich werde den 60 Credits Master machen. Aber so wie ich das verstanden habe, werde ich noch ein paar Credits nachholen müssen, weil ich nur einen 210 ECTS Bachelor habe. Man braucht insgesamt 300 Credits für einen Masterabschluss. Aber das liegt noch lange in der Zukunft. Erstmal muss ich überhaupt ein paar Credits sammeln und werde mir jetzt mal das Portal anschauen von der EU, mich da irgendwie so ein bisschen reinfuchsen, mir vielleicht auch zeitmanagementmäßig ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze so angehen will, weil ich ja trotzdem noch euch YouTube und Instagram habe, was ich auch priorisieren will und weitermachen will. Ich hoffe, dass ich es trotzdem schaffe, weiterhin 2 Vlogs die Woche hochzuladen oder zumindest meistens 2 Vlogs für euch, weil mir das auch so viel Freude gibt. Aber ja, erstmal starten und dann kann man immer noch weiter gucken. Mich selbst organisieren und meine Zeit frei einteilen, wie ich es will, hat mir schon immer total gefallen und ist für mich auch so ein richtiges Freiheitsgefühl. Das ist definitiv ein Vorteil der Fernuni, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß aber auch, dass ich damit strugglen werde, motiviert zu bleiben und dran zu bleiben und einfach die Disziplin zu haben, wirklich wöchentlich was an den Uni-Sachen zu machen. Zum Glück habe ich ein paar Freundinnen, die auch noch studieren. Zwar nicht unbedingt in der Fernuni, aber trotzdem kann man sich da mal zusammensetzen. Also ich finde, Fernuni hat echt ein paar Vor- und ein paar Nachteile und ich hoffe, dass ich dieses flexible Arbeiten positiv für mich nutzen kann und die Motivation und die Disziplin, dass ich auch wirklich was mache, auch irgendwo finde. Was auf jeden Fall schon mal ein riesiger Vorteil ist, ist, dass man keine Anfahrtszeiten hat. Also ich bin um 27 Uhr aufgestanden
und war um 8 so mit allem fertig hier zu Hause und bin um 8 dann auch am Schreibtisch. Also man hat halt nicht nochmal irgendwie 10, 15, 20 Minuten Anfahrt und wieder Wegfahrt und zwischen den Kursen hin und her laufen und so. Das ist irgendwie schon mal ein Zeitersparnis. Und ich mag es ja auch super gerne, von zu Hause zu arbeiten. Da bin ich schon, ich weiß nicht, man kann sich zwischendurch einen Kaffee machen, ist irgendwie flexibel. Ja, das hat auf jeden Fall Vorteile. App runtergeladen, E-Mail eingerichtet, erstmal Zeit für Frühstück. Ich hätte ja so gerne mal noch eine richtige Butterdose und finde die von Mutella Mio so schön, aber die sind so krass teuer. Und das für eine Butterdose, die halt einfach im Kühlschrank steht, finde ich so unsinnig. Von dem Portal von der EU echt richtig übersichtlich. Also es ist voll gut hochgestaltet. Ich habe Schluck auf. Und es gibt auch voll viel so, so eine große FAQ, wo alles beantwortet wird, wo man alles findet, wo alles, wo alles verlinkt ist. Ich hasse Schluck auf. Ich habe voll oft Schluck auf. Und da lese ich mich gerade so ein bisschen durch und schaue mir dann an, was für Kurse ich jetzt als Pflicht. Ich werde als erstes, denke ich mal, ein paar Pflichtkurse machen und die Wahlpflicht mir dann ein bisschen für später aufheben, I guess. Und dann muss ich auch noch nachschauen, ob es da irgendwie eine bestimmte Reihenfolge gibt, wie man die machen muss. Weil manchmal muss man ja erst das eine machen, damit man dann das andere machen kann und so. Sowas wollte ich mir angucken und mir dann vielleicht selber so einen Plan überlegen, in welcher Reihenfolge ich das machen will. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mich damit übernehme, aber vielleicht stelle ich mir auch so einen großen, also einen groben Zeitplan auf, damit ich einfach so ein bisschen den Überblick habe. Ja, schaue ich gleich mal. Aber ich will auf jeden Fall erst so ein bisschen mit Planung angehen, weil ich weiß, dadurch, dass es ein Fernstudium ist, braucht man viel, Manu, es tut mir leid, viel Eigendisziplin und Eigenstruktur, damit man das halt irgendwie nicht aus den Augen verliert, was man macht. Oder halt auch nicht macht. Auf einmal kommt hoch. Auf einmal kommt die Sonne. Lieben wir. Ja. Ich hatte eben nämlich schon Licht anmachen müssen. Das kann ich jetzt wieder ausmachen. Modulplan auf Notion erstellt, also hier so eine Notion-Seite für mein Studium. Mein Modulplan, da habe ich alle Module aufgeschrieben und was für eine Prüfungsform, wie viele ECTS, für welches Semester das vorgesehen ist. Und ich habe einfach keine einzige Klausur. Ich habe nur Fallstudie, Hausarbeit, Präsentation, Projektbericht, Hausarbeit, Seminararbeit. Das Einzige ist halt die Wahlpflichtmodule, da habe ich mich noch für keins entschieden. Das werde ich dann erst machen, wenn es soweit ist. Und ich fange jetzt mit Online- und Social-Media-Marketing an. Mir jetzt auf GoodNotes auf meinem iPad das Skript für meinen ersten Kurs und auch die Aufgabenstellung für die Fallstudie runtergeladen und das werde ich dann morgen durchgehen, damit ich weiß, was ich machen muss in meiner Fallstudie und darauf aufbauend werde ich dann auch das Skript bearbeiten und gucken, was mir dafür hilfreich ist und ja, wie ich da vorgehe. Es schüttet draußen und ich wollte jetzt eigentlich eine Runde rausgehen. Na toll.
Aber ich war heute ziemlich produktiv. Es ist jetzt 14.30 Uhr. Also ich habe halt echt den ganzen Tag Uni gemacht. Aber ich habe noch nichts gemacht, sondern halt nur so mein Notion erstellt, mir alles durchgelesen, irgendwie versucht zu verstehen, wie das hier alles funktioniert. Aber ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Und dann morgen bin ich nämlich zum Coworking verabredet. Erst mit Julika und dann mit Johanna. Und da will ich das nochmal ein bisschen angehen, meinen ersten Kurs. Ich habe mir auch aufgeschrieben, bis wann ich welche Kurse und so machen will. Keine Ahnung, das kann sich dann natürlich noch irgendwie auch verändern. Aber wenn ich einen Kurs pro Monat mache, dann schaffe ich ziemlich gut das Pensum, was ich machen muss oder machen will. Und das würde mich schon echt happy machen. Und selbst wenn ich dann mal für einen Kurs anderthalb Monate brauche, dann wäre das auch okay. Ja, ich habe euch auf Instagram nach ein paar Tipps gefragt zum Start fürs Fernstudium bzw. fürs Fernstudium an der EU. Und ich werde euch da die hier auch mal teilen, damit ihr davon auch was habt. Und mache morgen auch noch ein kleines, beantworte irgendwie noch ein paar Fragen, die irgendwie aufgekommen sind. Aber ja, ich versuche mir gerade so ein bisschen eine Routine, oder was heißt eine Routine? Das ist der erste Tag, aber halt so ein Konzept zu überlegen, was ich machen will. Und ganz viele haben geschrieben, man soll einerseits in diese Teams-Channel gehen für die Studiengänge und auch in die WhatsApp-Channel. Und irgendwie das bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich will nicht in 100 WhatsApp-Chats sein, wo dann ständig so richtig viele Nachrichten kommen. Weil ich kann mich noch erinnern, damals, als ich studiert habe, waren wir irgendwie 35 Leute und hatten einen Studi-Chat und das fand ich manchmal schon nervig. Aber gleichzeitig, wenn man dann halt Sachen mitbekommt und irgendwie Probeklausuren und so, ist natürlich schon sehr praktisch. Ich glaube, man kann ja Sachen auch stumm schalten bei WhatsApp. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal noch irgendwie beitreten. Ich werde jetzt nochmal kurz rausgehen, weil gerade regnet es nicht. Es scheint sogar fast ein bisschen die Sonne. Eigentlich wollte ich heute auch wieder ins Gym gehen, aber dann habe ich heute meine Tage bekommen. Und am ersten Tag meiner Tage ins Gym gehen. No thank you. No thank you. Ich nehme jetzt übrigens immer, was heißt immer? Ich habe die erst seit einer Woche oder so. Diese, das sind so Gummibärchen von The Female Company. Die haben nämlich ihre eigenen so ergänzenden Eisenkomplex-Gummibärchen heißen die, mit Eisen und Vitamin B12. Sorry for what I said when I had PMS. Zuckerfreie, vegane Gummibärchen mit Vitamin D, Vitamin B1, Vitamin B12, Jod, Eisen, Vitamin C und Vitamin B6. Also eine gute Mischung an Dingen, die man braucht, wenn man seine Tage hat, bevor man seine Tage hat, um sich schon darauf vorzubereiten. Und die habe ich jetzt die ganze letzte Woche schon genommen und jetzt während meiner Tage natürlich auch, weil mein Eisen ist ja immer so ein bisschen mein problematisches problematisches Dingsbums. Immer wenn ich ein Blutbild mache, ist mein Eisen relativ low. Deswegen versuche ich da echt drauf zu achten. Ich glaube, ich habe das aber ein bisschen vererbt oder so, dass mein Körper Eisen nicht so gut aufnehmen kann. Weil mein Papa hat dasselbe und der ist sogar nicht mal Vegetarier. Also liegt es nicht daran, dass ich kein Fleisch esse, sondern ich glaube, das habe ich auch einfach ein bisschen vererbt. Plus, dann menstruiere ich natürlich auch. Mein Papa menstruiert ja nicht mal und trotzdem hat er relativ lowes Eisen. Und er ist sogar, wie nennt man das, Ausdauersportler. Und gerade für Ausdauersportler ist es eigentlich nicht gewöhnlich, nicht so viele rote Blutkörperchen zu haben. Aber naja, deswegen achte ich da insbesondere drauf. Und ich finde es ganz ehrlich, Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform. Sehr, sehr geil, weil einfach zwei Gummibärchen am Tag essen. Kein Problem. Kein Problem. Paket ist verpackt. Das ist der Beamer, den ich zurückschicke, weil er ja echt nicht so gut funktioniert hat, wie ich mir das erhofft habe. Wish me luck, dass ich nicht nass werde. Dann nehme ich noch einen Regenschirm mit. Besser ist. Better safe than sorry. Diese Woche ist das Wetter ja leider nochmal nicht so schön frühlingshaft. Ich freue mich so darauf, bald meinen Balkon zu machen, sobald es nicht mehr arschkalt ist. Ich habe gerade noch was abgeholt. Ich hatte nämlich einen Druck in Auftrag gegeben. Und ich hatte mir von einer ganzen Weile auf Etsy mal ein Bild gekauft, also die Datei, und wollte das drucken lassen.
habe ich jetzt endlich mal gemacht. Weil eigentlich sollte dieses Bild hier nie hängen. Aber jetzt habe ich das, was da eigentlich hin soll. Mal sehen, ob das dann auch wirklich so schön aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten kommt das woanders hin. Aber es ist auf jeden Fall so viel günstiger, sich bei Etsy ein Bilddatei zu kaufen und das dann drucken zu lassen. Zumindest bei meiner Druckerei. Müsst ihr mal schauen, wie viel das bei euren Druckereien in der Nähe kostet. Meine Druckerei ist warum auch immer so günstig. Ich habe ja auch für meine Bachelorarbeit, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall so krass wenig bezahlt. Weil sobald man bei meiner Druckerei sagt, dass man Student ist, kriegt man irgendwie 30% Rabatt. Nee, nicht 30% Rabatt. Man bezahlt nur noch 30%. Also man bezahlt nur noch ein Drittel des Preises. Das ist so krass. Wow, sieht voll gut aus. Wow. Wow, wow, wow. Lucky you. Ich liebe den Spruch, beziehungsweise zu dieser Queen-Karte, wo Lucky You steht. Wie gesagt, bei Etsy gekauft. Einfach Lucky You Poster eingeben und dann findet ihr das. Was sagt ihr zum neuen Poster? Ich finde es irgendwie cool. Es ist halt ein bisschen dunkler und so. Also die beiden Farben sind halt sehr kräftig. Einmal das pinke Poster ist relativ kräftig und das grüne halt auch. Aber ich finde es cool. Das habe ich jetzt hier hingestellt. Ich habe nämlich noch so einen Rahmen, der auch von Desenio ist, aber der ist hier so gebrochen. Und deswegen hatten die mir dann nochmal einen zugeschickt, was eigentlich richtig cool ist, weil jetzt habe ich den noch. Und man sieht das jetzt nicht so dolle. Stand eben noch hier mit diesem Print. Das finde ich eigentlich auch voll schön. Ich weiß noch nicht so genau, wohin damit. Ich finde das richtig schön. Aber die Farben, das Blau, weiß nicht, passt jetzt hier nicht so wirklich hin. Und ich weiß auch nicht so genau, wo. Müsst ihr halt auch irgendwie noch in Rahmen. Aber ich glaube, eine von den Pflanzen soll noch ins Schlafzimmer. Und dann kommt der Spiegel noch ein Stück mehr hier hin, damit ich bessere Spiegel-Selfies machen kann, wo noch die Couch mehr sichtbar ist und die Bilder im Hintergrund mehr sichtbar sind. Und dann kann das auch noch ein Stück nach rechts. Vielleicht kommt dann die kleine Pflanze hier noch, also entweder noch eine kleine Pflanze hier hin oder die schaue ich. Das werde ich irgendwie noch mal ein bisschen umrangieren. Ah ja, finde ich cool. Auch wenn das jetzt hier ist, man kann das ja auch noch mal tauschen. Ich finde, das Gelbe und Lila würde auch richtig gut zu dem Grün passen. Aber die Decke passt halt so gut zu dem Print. Deswegen dachte ich, lasse ich so dieses Farbschema hier noch. Catastrophic blues, but only you can let it in. Back with us wide open, today is hold on to you. But dress the same, y'all, is it fun anymore? Wish you were right. Luis ist ja gerade zu Besuch, was bedeutet, dass ich den Abwasch in der Küche stehen lassen kann und ich lieb's, weil ich habe ja gekocht. Also macht er den Abwasch. Ich werde mich jetzt mal diesem Regal widmen, was dringend sortiert werden muss. Und da stehen noch Kisten drunter. It's a lot. Und es muss hier mal wieder ein bisschen Ordnung reinkommen. Und gleichzeitig auch in dem Regal drüben im Schlafzimmer, weil ich widme mich heute erstmal dem und dann schauen wir weiter. Neuer Song Espresso von Sabrina Carpenter ist auf jeden Fall ein Vibe. Ich finde, meine Süßigkeitenkiste ist ein richtiger Flex. Erstmal ist die so riesig, zweitens ist sie so organisiert. Und drittens hat sie so viele geile Sachen. Ich habe, das ist meine letzte Lindor-Kugel, aber immerhin Lindor. Ein Lindor veganen Hasen, Rochers, ganz viele Nukau-Schokoladen. Die haben nämlich neue Tafelschokoladen rausgebracht. Und generell ganz viele Tafelschokoladen. Dann ist Nukau auch richtig geil. Die haben so gefriergetrocknetes Obst. Einmal Erdbeeren und Himbeeren, entweder mit dunkler Schokolade oder mit weißer Schokolade oder auch
Oh, das sind die Süßigkeiten. Ich meinte eigentlich die Salted Peanuts und Salted Almonds mit Schokolade. Auch so, so geil. Die sind so geil. Ich liebe gesalzene Schokolade. Und dann auch diese Crunchy Nüsse, die sind so gut. Und noch ganz viele Riegel. Und dann habe ich noch eine Kiste mit einer Gummibärchenmischung. Fast wie im Kino. So eine geile Gummibärchenmischung. Außer, dass da ein bisschen Lakritz dazwischen ist und ich mag keinen Lakritz. Aber die muss mal jemand wegessen, der Lakritz mal und der bei mir zu Besuch kommt. Aber ja, ach ja, und noch ganz viele Mannerschnitten. Obwohl ich nur noch diese, hauptsächlich nur noch diese Lemons übrig habe. Und irgendwie habe ich da nie Lust drauf. Aber Vanessa meinte, ich muss die unbedingt mal probieren, weil die auch voll lecker sind. Aber irgendwie esse ich immer die mit Schokolade. Aber ich muss die mal testen. Was bedeutet, ich bin auf dem Weg zum Yoga. Ich laufe gerade zur U-Bahn. Und ich habe es heute früh sogar noch geschafft, 5 Minuten in der Sonne zu stricken. Das war richtig, richtig schön am Morgen, weil ich ein bisschen früher aufgestanden bin. Und freue mich jetzt auf ein bisschen Bewegung. Ich wollte eigentlich gestern ins Gym gehen, aber dann habe ich meine Tage bekommen. Hatte dann nicht so Bock. Aber heute fühle ich mich wieder gut, zum Glück. Und freue mich jetzt ein bisschen zu bewegen. Und dann haben Julika und ich vor zu coworken und bei ihr Frühstück zu machen. Heute mal nicht auswärts brunchen gehen, aber ist auch mal gut. Ja, freue ich mich drauf. Dieses ganze frische. Schön, das sieht wirklich so toll aus. Was ist denn das in dem Glas? Also ist das auch vom. Ah, Marmelade. Ah, diese mit Chiasamen und so. Wow, da freue ich mich ja drauf. Oh, sieht so schön. Habe ich sogar. Ja. Wegen more exciting projects. Wieder bestimmt auch gut oder eigentlich keine Ahnung. Hast du Schau? Tasse einfach für die. Woher war die von Jusk? Jusk. Leute, rennt zu Jusk. Ich will auch diese Tasse haben, die ist so schön. Aber bei mir ist echt kein Platz mehr. Habe ich mich verabschiedet. Wir waren ein bisschen produktiv, aber auch echt nur eine Stunde oder so, weil wenn man Brunch macht, dann die Küche aufräumt und eben man dann so wirklich zum Arbeiten kommt, naja, geht die Zeit relativ schnell. Und jetzt bin ich 14:30 noch verabredet mit Johanna im Café. Ich weiß gar nicht, ob wir coworken, mal schauen oder ob wir nur quatschen und uns updaten, weil wir uns voll lange nicht gesehen, weil ich ja im Urlaub war. Aber ist auch okay, kann ich auch nachher noch was machen. Ja. Datenbank anlegen. Ja, bei
Weg zurück nach Hause. Es zieht jetzt auch ein bisschen zu. Ich glaube, es soll heute noch regnen. Aber ich hatte einen richtig schönen Vormittag und Nachmittag. Auch ziemlich produktiv. Wo ich nicht viele Stunden was gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall einen besseren Überblick über mein erstes Modul. Vielleicht setze ich mich jetzt auch nochmal ran. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal duschen. Ich bearbeite jetzt ein Reel, was ich heute geplant habe, zum Thema Uni und Studieren romantisieren. Da habe ich euch nämlich nach Tipps gefragt. Die werde ich jetzt mit euch teilen und dazu ein Reel drehen. Schneiden. Kleiner Coffee-Chat, ihr Lieben. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und er schmeckt wieder so gut. So gut. Ich liebe es einfach so sehr. Ich kann es jetzt noch mehr appreciaten. Ich mache hier gerade meine geflochtenen Zöpfe auf, weil ich habe heute früh eine richtig süße Frisur gemacht, aber die ist relativ schnell auseinandergefallen, leider, weil meine Haare noch minimal zu kurz sind. Ich habe so ein richtig süßes geflochtenes Haarband gemacht. Das, wie man das macht, findet ihr, oder ich vielleicht spiele ich es euch hier rein, oder ihr findet es auf Instagram. Ich will nämlich wieder mehr Frisuren ausprobieren, jetzt wo ich wieder lange Haare habe. Aber ja, die ist so ein bisschen auseinandergefallen, weil es so minimal zu kurz war, die Strähne. Aber naja, muss ich in ein paar Wochen nochmal ausprobieren, wenn meine Haare nochmal ein bisschen länger sind. Ich wollte auf jeden Fall noch ein paar Fragen beantworten. Erstmal trinke ich jetzt aber einen Schluck von diesem traumhaften Kaffee. Warum bin ich so? Okay, den konnte ich jetzt nicht so genießen, diesen Schluck. Ein Traum. Ich wollte ein paar Studiums-Uni fragen. Nerven die Punkte? Das sind nämlich meine coolen Disco-Kugeln. Wenn ich die in die Sonne lege, dann machen die coole Punkte. Aber ich glaube, jetzt wird das Video ein bisschen unpraktisch. Vorher aber eine ganz wichtige Frage. Was ist eure liebste Hafermilch? Hafermilch and Hafermilch only, weil alle anderen Milchsorten interessieren mich nicht wirklich. Ich finde, nichts kommt an Hafermilch ran. In Australien trinke ich ganz gerne mal Kokosmilch. Die schmeckt dann nämlich ganz anders. Die ist wirklich richtig cremig und richtig lecker und nicht so künstlich, sondern einfach geil. Finde ich manchmal ganz gut. Aber ich finde, Hafermilch ist echt das Beste. Und ich mag nicht Oatly. Erstaunlicherweise finde ich Oatly nicht so krass lecker. Irgendwie. Für mich ist die beste Hafermilch die von Rewe, von der Rewe-Eigenmarke. Jetzt aber zu euren Fragen. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen zu meinem Studium generell habt oder Studieren, EU, was auch immer. Bisher kann ich ja jetzt noch nicht, also ich werde wahrscheinlich in ein paar Monaten oder nach meinem ersten Semester oder so nochmal einen richtigen Deep Dive machen, weil bisher habe ich jetzt noch nicht super viel Erfahrung gesammelt, aber ich wollte erstmal, dass wir alle auf einem Stand sind. Bei dem Studium an der EU habe ich auch so Live-Calls, bei denen man dabei sein kann oder so Live-Termine. Je nach Modul und je nach Fach gibt es da irgendwie so intensive Live-Sessions, die entweder wöchentlich sind oder auch so welche zusammenfassend, die monatlich sind, wo man Fragen stellen kann und so mit seinem Dozenten oder Tutor heißt das, glaube ich. Und dann gibt es auch noch verschiedene Termine, wo es ums Thema, also so allgemeine Themen geht, wo halt jeder Studiengang mitmachen kann. Sowas zu Prokrastination, Hausarbeiten schreiben, wissenschaftliches Arbeiten, da habe ich jetzt auch schon einiges gesehen. Wenn man da irgendwie Tipps braucht, bei Motivation, Disziplin, all sowas. Also ich habe da jetzt noch bei keinem von diesen Calls mitgemacht. Ich habe ja vor 2 Tagen erst angefangen. Aber das werde ich auf jeden Fall auch mal in Anspruch nehmen. Ansonsten funktioniert die EU so, dass man sehr viel mit Skripten arbeitet und PDF-Dateien und Videos. Also Videos, so Erklärvideos und Vorlesungsfolienvideos. Habe ich mir jetzt tatsächlich auch noch nicht angeguckt von dem Kurs, den ich jetzt gestartet habe. Weil ich erstmal mir das Skript angeguckt habe und die Aufgabenstellung und so. Und das werde ich auf jeden Fall nächste Woche auch angehen, dass ich da mal die Videos durchschaue und schaue, ob mir die was bringen und so weiter.
Ich glaube, das ist auch von Kurs zu Kurs unterschiedlich, aber genau, also es gibt eine Vielzahl an so verschiedenen Methoden. Und weil ich auch die Frage bekommen habe, ob ich so Tipps zum Thema Prokrastination, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten schreiben und halt wirklich so diszipliniert daran arbeiten bekommen habe, nochmal ein kleiner Reminder, dass ich zwei E-Books schon hoch, oh, das hat gerade mit meinem Finger geklackt, zwei E-Books geschrieben habe während meines Bachelors bzw. während meiner Bachelorarbeit zum Thema Bachelorarbeit schreiben, Hausarbeiten schreiben, wie man generell so bei wissenschaftlichen Arbeiten einerseits, wie ich da vorgegangen bin, andererseits auch, wie man sich da motiviert, dranbleibt, da vielleicht auch so ein paar Tipps, was für Tools man benutzen kann, was für Websites, die einem helfen können zum Thema Bachelorarbeit bzw. auch so Hausarbeiten ist das auch hilfreich. Und ich habe auch ein E-Book zum Thema organisiert und motiviert studieren. Da gebe ich super viele Tipps zu Prokrastination, Disziplin, mein Zeitmanagement, darum geht es auch in dem E-Book viel, so einplane, dass die Zeit, die ich für Uni nutze, produktiv bin und effektiv was schaffe und dann eben viel Freizeit habe. Das ist eigentlich immer mein Ziel, dass ich effektiv arbeite, damit ich in wenig Zeit viel schaffe und in wenig Zeit viel lerne und eben nur die Zeit aufwende, die es wirklich braucht, damit ich dann so viel wie möglich Freizeit habe und Zeit für andere Dinge. Also wenn euch all diese Themen interessieren, dann schaut super gerne mal unten in der Infobox, da habe ich euch die E-Books verlinkt und da findet ihr auch einen Special-Rabattcode für die YouTube-Community. Also schaut das super gerne vorbei. Lohnt sich ein iPad im Studium und kann ich es empfehlen? Erstaunlicherweise, ich weiß, dass gefühlt 90% mit iPad im Studium arbeiten. Also wahrscheinlich nur gefühlt, aber schon viele. Ich hatte Bachelor keins und ich bin richtig gut klargekommen und ich habe mir, als ich meinen Bachelor angefangen habe, überlegt, brauche ich das? Und habe dann gedacht, okay, ich fange vielleicht erstmal an und schaue, ob ich das Gefühl habe, mir fehlt was und dann kann ich mir immer noch eins kaufen. Und bin nie dazu gekommen. Ich bin so gut mit meinem Laptop klargekommen. Ich glaube, es kommt natürlich auch auf den Studiengang drauf an, wenn man natürlich viel hat, wo man so dran zeichnen muss und dran beschriften und sowas muss, ist es vielleicht dann auch sehr praktisch. Aber ich habe halt einfach immer so PDF-Programme und PDF-Reader genommen, mit denen man halt einfach tippen kann auf eine Folie und auf eine PDF einfach Notizen draufschreiben kann. Und das habe ich halt immer gemacht mit einem Laptop. Und ich finde das irgendwie viel besser, weil ich lieber tippe, als mit der Hand schreibe. Weil tippen ist viel ordentlicher und mit der Hand schreiben, irgendwie bin ich sehr perfektionistisch, was meine Handschrift angeht. Deswegen gefällt mir das dann immer alles nicht. Und ich finde zwar so diese Lernzettel, die voll viele mit GoodNotes machen, finde ich so schön. Aber ich bin da einfach so perfektionistisch und ich würde so viel Zeit dafür in Anspruch nehmen, mir das hübsch zu machen. Und dann mit Handschrift und so. Ich glaube, es wäre, weiß ich nicht, ob ich damit so gut klarkommen würde. Ich finde es cool und ich glaube, für viele ist das halt voll was. Aber ich frage mich manchmal, ob ich persönlich da dann nicht zu viel Zeit für dieses Gestalterische in Anspruch nehmen würde, anstatt halt wirklich effektiv was zu machen. Ich bin eher Typ Lernblätter, sehr strukturiert, aufgeschrieben, aufgetippt und dann mit Markern, also ich drucke mir die dann aus und muss mit Markern markieren. Und das würde ich mit dem iPad halt auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Papier sparen würde, wenn ich das iPad hätte, weil ich muss es ausdrucken, ich muss Gelerntes auf dem Papier, also ich brauche ein Papier in der Hand, wenn ich lerne, wenn ich auswendig lerne. Und deswegen bin ich ohne echt gut klargekommen. Aber das muss man halt voll individuell entscheiden. Jetzt habe ich ja eins, weil ich das auch für andere Projekte haben wollte. Und benutze das auch, klar, um so Texte zu lesen und sich sowas zu markieren und irgendwie das im Café zu machen, ist das natürlich schön. Aber das kann man mit dem Laptop halt auch, um ehrlich zu sein. Und einen Laptop, würde ich sagen, braucht man halt definitiv, weil man möchte keine Seminararbeiten und Hausarbeiten auf dem iPad schreiben, würde ich behaupten. Deswegen, da kommt man irgendwie nicht drum rum und dann finde ich, ist das iPad echt eher so ein Add-on. Fällt es dir nicht schwer, jetzt zu studieren ohne Campus, Kommilitonen, mit Routinen und im Alltag und so weiter? Werde ich sehen. Das war auf jeden Fall so ein, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich hatte mich ja eigentlich für ein Vorortstudium hier in Hamburg beworben und da bin ich aber nicht angenommen worden für den Master. Und deswegen war das halt so mein Plan B. Und ich hatte immer das Fernstudium so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich finde, das sind halt einfach Vorteile, die ich sehr cool finde, dass man eben so flexibel ist, dass man seine eigene Zeiteinteilung haben kann, dass man reisen kann, dass man von überall aus studieren kann. Und es hat schon echt einige Vorteile, sich auch selber zu strukturieren, vor allem, weil ich auch selbstständig bin und ja auch meine Arbeit damit so ein bisschen organisieren muss und das irgendwie alles unter einen Hut kriegen muss.
Deswegen hat es Vorteile, aber dass man eben keine Kommilitonen vor Ort so richtig hat und keinen Campus und keine festen Termine, das ist definitiv ein Nachteil. Was ich mir auch so ein bisschen gewünscht hätte, dass ich auch mal etwas Struktur habe, weil mit der Arbeit habe ich halt schon keine festen Arbeitszeiten. Und da habe ich gedacht, wäre es ganz cool, feste Uni-Zeiten zu haben. Soll jetzt nicht so sein, dafür bin ich eben flexibler. Ich versuche einfach, die Vorteile daraus zu nehmen und zu nutzen und das Beste daraus zu machen. Ich habe zum Glück einige Freundinnen, die auch studieren. Und die studieren zwar nicht dasselbe wie ich, aber wir können zumindest auch zusammen BIP-Dates machen, Coworking-Dates und nebeneinander herarbeiten, was schon so ein bisschen kommilitonenmäßig ist. Und ja, von zu Hause arbeite ich eh relativ gern. Ich muss ja auch sagen, dass während Corona ich so die Online-Uni eigentlich mega cool fand. Da hatte ich zwar noch Kommilitonen, das war natürlich noch umso besser. Aber so von zu Hause Uni machen mochte ich eh immer ganz gerne. Deswegen, ja, ist jetzt einfach so und ich mache das Beste draus. Wie organisierst du dich jetzt im Fernstudium? Ich habe ja in diesem Video schon ein bisschen angefangen, auch mein Notion mir so zu gestalten und so weiter. Ich glaube, ich werde das aber euch nochmal in einem anderen Video richtig zeigen, sobald ich da noch ein bisschen mehr Struktur drin habe, weil jetzt habe ich ja gerade erst angefangen. Meistens muss man ja erstmal so ein bisschen reinkommen und gucken, passt die Organisation, so muss ich noch was anpassen. Deswegen, ich habe auch einige Fragen gekriegt, ob ich euch mal mein Notion zeigen kann. Das mache ich am besten nochmal in einem separaten Vlog und zeige das nochmal genauer, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen und außerdem muss ich mir erstmal so ein bisschen noch mehr Gedanken dazu machen, aber dazu kommt noch mehr. Wie viel kostet das? Also, es ist ja ein Fernstudium und an einer privaten Hochschule, deswegen kostet das halt monatlich was, das ist nicht nur Semesterbeitrag und das ist auf jeden Fall viel Geld und das weiß ich auch. Ich glaube, ich zahle jetzt, also es gibt verschiedene Modelle und Vollzeit, Teilzeit, auch je nachdem, glaube ich, was für einen Studiengang kann sich das auch ein bisschen ändern, aber bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin der Meinung, ich zahle 680 Euro pro Monat, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich euch empfehlen, erstens schreibt mir super gerne eine DM, wenn ihr bei der EU anfangen wollt zu studieren, weil ich kann da irgendwie wie so ein, ist nicht ein richtiger Rabattcode, aber man kann sich irgendwie so gegenseitig empfehlen. Also schreibt mir gerne eine DM auf Instagram, dann können wir uns da irgendwie connecten, falls ihr damit anfangen wollt. Ein Rabattcode kann ich die mal fragen, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass die das machen. Ich habe allerdings da mal angerufen und irgendwie die Studienvermittler oder so, die habe ich einfach gefragt, so, ja, können Sie mir dann noch so einen Special-Preis oder sowas geben? Und die meinte, sie kann mir irgendwie so ein Gespräch, dafür, dass ich mit Ihnen ein Gespräch geführt habe, kann sie mir noch so einen Rabattcode geben, keine Ahnung. Ich glaube, das hat irgendwie 1600 Euro Rabatt gegeben für das gesamte Studium. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Also schon relativ viel, deswegen ruft er auf jeden Fall mal an. Ja, und schreibt mir den DM wegen diesem Empfehlungsding. Ansonsten, ja, kostet es einfach viel, das wusste ich auch. Ich hätte es ja auch gerne vermieden und wäre an eine normale Hochschule gegangen. Aber das hat jetzt nicht gepasst und aus verschiedenen Gründen lohnt es sich trotzdem für mich, das jetzt zu machen. Ich bezahle auch für die Flexibilität, dass ich reisen kann, deswegen it is what it is. Und ich weiß natürlich, dass es auch eine sehr privilegierte Aussage ist, it is what it is. Also klar habe ich mir das schon sehr genau überlegt und ich weiß auch, dass es nicht für jeden möglich ist. In Deutschland ist es ja auch gerade so cool, dass man halt kostenlos oder halt relativ kostengünstig studieren kann, mal abgesehen von den ganzen Kosten drumherum. Und das hätte ich auch gerne in Anspruch genommen, weil das ist schon wirklich sehr besonders und sehr cool in Deutschland. Aber ja, ich denke, das war's dann mit der Fragerunde. Ich hoffe sehr, dass es euch freut, dass jetzt wieder ein bisschen mehr ums Thema Studieren gibt. Ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, dass euch das mega motiviert und dass ihr gerne mehr wieder zu meinem Studialltag und Studiorganisation sehen wollt. Das freut mich voll. War mal wieder an der Zeit für Freckles. Ich hoffe, die werden süß. Und ich snack noch ein paar Gummibärchen. Ich habe jetzt eine Gummibärchen-Tüte. Ich wollte eigentlich heute noch meinen Schrank zu Ende aufräumen. Aber habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und will stattdessen noch was am iPad machen. Und dann stricke ich bestimmt noch ein bisschen. Ich kann es nicht so ganz glauben, dass mein Pullover einfach schon so aussieht. Richtig cool. Ich habe jetzt gerade noch meine To-Do-Liste für morgen geschrieben. Ich habe jetzt immer auf meinem iPad bzw.
auf dem Laptop, also bei Notion, meine Master-To-Do-List mit meinem, ich habe ja so eine Pinterest-Wochenübersicht. Das ist sozusagen meine Master-To-Do-List und dann am Abend schreibe ich mir immer für den nächsten Tag so eine papierhafte To-Do-Liste, weil ich das irgendwie praktischer finde, wenn man nicht das iPad dafür entsperren muss und da hingehen muss auf die App, weil dann könnte man abgelenkt werden. Und so hat man das analog auf dem Schreibtisch liegen, kann da immer wieder einen Blick drauf werfen, abhaken. Genau, also so die To-Do-Liste für den Tag habe ich papierhaft und sonst eben alles, was in meinem Kopf herumschwirrt, schreibe ich aber auf Notion auf. Ob ich gerade so dem Hausmeister, der Hausmeisterin die Tür aufgemacht habe. Ja, die haben gar nicht Bescheid gesagt, dass sie vorbeikommen, aber mein Schlüssel funktioniert nicht mehr für die Haustür, weil die das, also sie haben mir das erklärt, sie haben das Schloss ausgetauscht, weil es kurz davor war, kaputt zu gehen. Mein Schlüssel ist scheinbar schon der nachgemachte Schlüssel vom nachgemachten Schlüssel vom nachgemachten Schlüssel. Und deswegen funktioniert der jetzt nicht mehr. Jetzt müssen die den vom neuen Schloss nachmachen. Also ich komme trotzdem noch zum Haus rein, weil ich durch die Hinterhoftür gehe, aber ist natürlich doof. Und habe auch echt nicht damit gerechnet, dass ich um 7 Stunden die Tür aufmachen muss. Aber wie gesagt, mir wurde gar nicht erst Bescheid gesagt. Also ja, sehe ich halt so aus. Aber immerhin bin ich jetzt schon mal wach. Eigentlich hatte mein Wecker erst 7:30 geklingelt, aber jetzt bin ich eh schon wach. Draußen ist so schön sonnig. Drüben auch. Ich liebe es. Es gibt Kugeln, die machen so Lichtpunkte überall. Und diese kleinen Regenbogen zwischendurch, die sind von so einem Sonnenfänger. Auf dem Weg, um mit Merlin in der Stadt zu bummeln. Running late as always. Ich immer dann so die letzten 5 Minuten scheiße Tasche packen. Ich finde mein Portemonnaie nicht. In welcher Handtasche ist mein Portemonnaie? Man kennt es. Naja, aber ich sprinte jetzt zum Bus und wir wollen ein bisschen. Ich brauche Socken. Ich brauche dringend Socken. Und habe auch noch einen H&M Home-Gutschein. Und sonst schauen wir einfach, worauf wir noch Lust haben. Vielleicht hole ich mir auch noch ein Käffchen. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken, weil ich heute früher irgendwie keine Lust drauf hatte. Ja. Ich habe Merlin richtig lange nicht gesehen, deswegen freue ich mich mega drauf. Tschüss, Sisters. Merlin ist back. Habt ihr sie vermisst? Hello. It's been so long. Mein Snack vor dem Gym, also mein Post-Workout. Nee, Pre-Workout. Luis war ja die letzten Tage bei mir zu Besuch, also mein Bruder. Und irgendwie ist es immer, wenn ich Besuch hatte für ein paar Tage oder generell, halt über Nacht sozusagen länger und ich dann wieder alleine bin, ist es irgendwie immer ein bisschen weird. Und fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe das Gefühl, jemand fehlt. Aber gewöhnt man sich auch wieder dran. Geht mir aber irgendwie jedes Mal so, weil ich irgendjemanden zu Besuch hatte. Nächste Woche kommt Lea mal für eine Nacht. Lea aus mit der habe ich zusammen studiert. Wir gehen nächste Woche zu einem Musical. Ja, ist jetzt irgendwie auch nicht, also ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht einsam, aber ich fühle mich irgendwie ein bisschen, als würde was fehlen.
Vielleicht kennt das ja der eine oder andere von euch, wenn ihr auch alleine wohnt. Ich muss mich nicht mehr konzentrieren. Ich muss jetzt ins Bett gehen. Es ist schon sehr spät. Aber ich habe gerade noch ein bisschen gestrickt und Modern Family geschaut. Auf der Couch. Modern Family ist auch echt so eine Comfort-Serie von mir. Ich habe die noch nie komplett geschaut, aber ich habe schon viele, viele, viele Folgen und Staffeln davon geguckt. Und ich finde die einfach so lustig und irgendwie kann man gut nebenbei. Bevor ich den Vlog beende, wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich gestern gekauft habe. Also wenn ihr keinen Haul sehen wollt, dann sage ich jetzt schon tschüss. Ich habe nämlich was bei Zara gekauft. Also wenn ihr keinen Fast Fashion Haul sehen wollt, ihr wisst, ich versuche auch immer sehr, sehr viel bei Vinted zu kaufen. Und manchmal mag ich mich auch selber nicht dafür, dass ich manchmal dann nicht widerstehen kann. Aber ich habe gestern ein paar Sachen gekauft und naja. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass es mal wieder ein bisschen Uni-Stuff gibt. Kommentiert super gerne unten, was ihr sehen wollt, was euch interessiert, welche Themen und so weiter. Und vergesst nicht zu abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Für alle von euch und für die, die jetzt noch dranbleiben wollen, I show you. Erstmal habe ich Socken gekauft, weil meine Socken alle mega durchlöchert sind. Die habe ich bei H&M gekauft. Hier gab es so einen 6er-Pack oder so mit solchen Socken in so verschiedenen Beige-Tönen. Und dann habe ich noch so Rüffelsocken gekauft. Das war so ein 3er-Pack mit Grau, Pink und Weiß. Ich hätte am liebsten sogar nur Weiße gehabt, aber das gab es natürlich nicht. Aber die sind eigentlich auch süß und grau. Naja, finde ich okay, aber die beiden sind auf jeden Fall sehr süß. Ich habe eine Period-Panty an. Das ist jetzt natürlich nicht so ideal, aber ich habe und natürlich auch jetzt nicht das Outfit passend dazu. Aber ich habe diesen Flowy Satin Rock gekauft und ich finde, der ist so, wenn man sich bewegt, oh mein Gott, der bewegt sich so geil mit. Und ich habe schon so lange nach so einem Beigen gesucht und immer wieder Outfits damit gesehen und war so, oh mein Gott, das ist so ein perfektes Sommer-Staple. Und ich freue mich richtig doll, den zu stylen, sobald es warm genug dafür ist. Next up, das habt ihr schon in der Umkleide gesehen, diesen Rock slash, das ist ein Skort. Und Skorts erinnern mich immer an Australien, weil die Kinder in der Schule damals Skorts getragen haben. Also Röcke, die aber eigentlich Hosen sind. Und ich fand den so cool und irgendwie fun. Der sieht auch, dadurch, dass er halt eine Hose ist, ist der Rock halt sehr kurz. Also so als Rock wäre das ein bisschen sehr kurz. Aber es ist eine Hose. Also all good. Und ich finde, die ist auch nicht zu kurz. Also sie verdeckt trotzdem alles. Das ist jetzt nicht so eine krass knappe Shorts. Und ich finde das Blau richtig schön. Ich finde den richtig süß und ich kann mich sehr gut vorstellen, den cute zu stylen. Das ist übrigens von Zara, der Satinrock auch. Und dann habe ich noch so ein weißes, so ein richtig einfaches weißes Basic Top gekauft, weil man das irgendwie immer mal gebrauchen kann zum Unterziehen. Das ist auch mal nicht cropped. Sonst sind bei mir halt viele Tops echt cropped. Deswegen finde ich das sehr praktisch. Das habe ich jetzt in weiß. Und ich hatte das vorher schon in Grau und in Pink. Finde ich irgendwie immer gut. Kann man auch gut so als Unterzieh-T-Shirt im Winter tragen. Ich weiß nicht, ich mag die sehr gerne. Das war's. Goodbye, people.